Hallo und herzlich willkommen zu mein Let's Play von Spyro Reignited Trilogy. Ja, ich werde jetzt alle drei Spiele davon hintereinander Let's Playen, sozusagen. Erstmal würde ich Soundcheck machen. So, aber andere Speicherplätze, denn ja, das ist mein privater Blog. Hör ein, schon platiniert. Und wir sagen, neues Spiel. Ja. Man sollte ja von Null anfangen. Ja, dann fange ich mal an. Ist ja das Spiel ist von Toys for Bob entwickelt worden und von Activision. Ja. Erstmal zur ersten Zwischensequenz. Ich fange erstmal Spyro 1. Spyro the Dragon. Damit fange ich ja erstmal an. Eins nach dem anderen. Okay, läuft. Oh, ewig war es friedlich in den fünf Welten. Oder sind es sechs? Ein Drachenleben lang. Wir haben 12.000 Schätze. Oder sind es 14.000? Was ist mit diesem Gnasty-Gnork-Typen? Also, ich habe gehört, dass er mit einem Zauber Edelsteine in Krieger verwandelt. Da kann ich antworten. Gnasty-Gnork ist einfach gestrickt. Einfach? Er ist gefangen in einer fernen Welt und keine Gefahr für das Drachenreich. Keine Gefahr? Zudem ist er hässlich. Hässlich? Jetzt reicht es. Dieses Gesicht. Besser gesagt, sein Gesichtsausdruck gerade war göttlich. Da habe ich wohl einiges zu tun. Dass der einen Fernseher hat. So. Was ich gucken wollte. Moment. Ah, Fähigkeitspunkte. Ja, ja, es gibt hier jetzt Fähigkeitspunkte. Und hier gibt's eine. Aber erstmal befreie ich diesen Drachen hier. Nestor. Ja, erstmal alles richten. Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. Befreie 10 Drachen in der Artisanenwelt und gehe dann zum Ballonfahrer. Er bringt dich in die nächste Welt. Was ist mit Nasty Nork? Den schnapp ich mir. Finde zuerst die Drachen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Ja, erst die Drachen sammeln. Und alle die Edelsteine natürlich. So, ihr da. Ihr werdet jetzt regelrecht umgerannt. Hey, du haust mir nicht ab. So, Leben. Ich werde wahrscheinlich ziemlich viele Leben haben, denn ich fackle auch immer ein bisschen was zum Futtern ab. Und die geben auch manchmal extra Leben. Das wurde anscheinend auch übernommen. Dieser Sprung kann manchmal hinklappen, manchmal nicht. Nein! Das war fast! Fähigkeitspunkte erhalten, neues Leben. Dafür kriegt man nämlich auch Leben. Für Fähigkeitspunkte. Natürlich werde ich alle nehmen. Ich werde alle holen. Manche sind aber auch so ziemlich fies versteckt. Fies meine ich wie zum Beispiel, ja. Wo ist das? Das versteckte Gemälde ist es nicht. Ach ja, einmal perfekt. Das ist auch nicht gerade einfach. Manchmal verbrenne den blauen Zauberhut. Und zerstöre den verborgenen Baumschuft. Die sind richtig hart zu kriegen. Das dauert. Da braucht man etwas. Das ist in diesem nicht einfach. Im Gegensatz zu anderen.
Die sind schaffbar. Sind auch gut zu machen, nur man muss ja auch perfektes Timing haben. Wo ist Nasty Nog? Ich mach ihn fertig! Ruhig, Blut, Spyro. Du hast erstmal noch viel zu lernen. Weißt du, was die Libelle macht, die dir folgt? Sie heißt Sparks. Sparks hilft dir und beschützt dich. Behalte ihn im Auge, dann siehst du, was ich meine. So, ich schalte erstmal das Fluglevel frei. Ja, ich kenne das Spiel auswendig. Und jetzt zu dir, du Punk. Der ist ein Punk. Mit seiner komischen Frisur da. Und uns euch. Du entkommst mir nicht. Ja. Mehr rauf. Was tut man nicht alles für Edelsteine? Edelsteine, Edelsteine. Man sammelt hier immer alles ein. Alles. Und ich sammle immer alles ein. Ich mache es auf jeden Fall über 100, auf 100% höher. Coole Sache. Mach das nochmal. Der Artisanenboss ist hinter einem Portal im Drachenmaul. Aber du bist noch nicht so weit, Spyro. Du musst erst ein anderes Artisanenland abschließen. Okay. Ich frage mich, wie viele Level ich pro Folge schaffe. Hey, Spyro! Drück zweimal Sprung, um zu gleiten und hab keine Angst. Angst? Wovor? Von hohen Berggipfeln zu stürzen? In urzeitliche Gletscher zu fallen? Ach, das. Ach, da ist schon wieder so ein Punk. Punk, komm her. Punk. Hey, du bist schneller als man denkt. Jetzt da oben. Das heißt, die Geld ist, glaube ich, oben und an einer Seite. Bei Steinhügel muss ich, glaube ich, 10. Es fehlen mir immer noch 3. Ne, 4. Wo? Die sind auch immer leicht zu übersehen, manchmal. Ach, vielleicht beim... Was? Wieso hast du die nicht geholt? Sparks? Bin dann doch vorbeigerannt. Warum hast du die nicht geschnappt? Auch manchmal jetzt ziemlich gut übersehen. Die müssen hier doch irgendwo sein. Ah, hier. 100% von diesem Level. Scheinhügel. Du als erstes natürlich. Was war das? Ein Lag. Und immer diese Spielereien im Ladebildschirm. Wie viele so Edelsteine gibt es hier? 200, okay. 4 Drachen und Eier.
So, 10 Schaferfackeln. Na, abfackeln, nicht abbrennen. Ich habe 2 abgefackelt. 2. Geld, 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 Geld. Hier ist auch ein Drache. In dieser kleinen Sackgasse hier. So, hier habe ich jetzt hier alles eingesammelt. Da kann ich ja gar nicht meine Drachen. Linda. Ach du! Wenn du Drachen rettest oder auf Plattformen trittst, wird dein Fortschritt gespeichert. Das ist praktisch, falls du mal Ärger kriegst, was dir natürlich nie passieren würde, Spyro. Warum hast du eigentlich so viele Uhren? Ein Uhrmacher oder was? So, Ziegenbock ist weg. Jetzt hat sie ausgebockt. Die einzige, die jetzt rumbockt, ist Spyro. Astor. Ah ja, du. Wenn du alle Drachen befreit hast, geht es durch dieses schicke Strudel... Dingsbums... zurück zur Heimat der Artisanen. Aber erst muss ich dir was erzählen. Nein, danke. Tschüsschen. Boah, keine Lust auf lange Plaudereien. Machen wir einfach nur weiter. So. Schüssel habe ich jetzt gekriegt. Ja, ich weiß, wo der Schlüssel war. Sind die Schafe wieder da? Oh ja. Das waren alle Schafe jetzt hier. Also habe ich insgesamt 5 Stück inzwischen. Erstmal das hier. Her mit dem Geld. Geld, 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 Geld. Gavin. Er und sein Tee. Ihre Farbe zeigt an, wie stark sie ist. Wenn sie Schmetterlinge frisst, bleibt sie stark. Wie ich. Klar. So. Jetzt fehlt mir nur der Rest des Levels. Auf jeden Fall will ich den Fertigkeitspunkt haben. Und da sind die anderen 5, die restlichen 5 Schafe. Ah, nee. Das war... Ich habe mich gerade geirrt. Das war gar nicht das... Ich habe nur Verbrenne gelesen. Dachte ich eigentlich... Ja, es gibt nämlich hier auch eine Sache, da musste man 10 Schafe verbrennen. Aber das war nicht ein Fertigkeitspunkt. Nein, das war eine Trophäe und die habe ich schon. Das kann man verwechseln, wenn man das nicht ganz durchliest. Großer Truppe, weiß ich natürlich, wo sie ist. So. Gildas.
Spyro, mein Freund. Maler. Brauchst du einen Tipp zum Gleiten? Na klar. Du gleitest länger, wenn du in der Spitze deines Sprungs Sprung drückst. Drück mitten im Flug Aktion, um herabzuschweben. Diese letzte Kopfbewegung. So, Geld. Ach ja, und jetzt der Eierdieb. Hi. Das sieht aus wie eine laufende Stofftasche. Ab nach unten mit dir. Ab über die Schlucht. Ja, wo ist die Tulpe? Wo ist die Tulpe? Hier ist die Tulpe. Jetzt fehlen mir noch ein paar Edelsteine. Die alle hier oben sind. Okay, diesen Edelstein hätte man leicht übersehen können. Hier sind noch welche. Sind das 6 Stück, die hier sind, oder weniger? Aber weniger müsste heißen, ich müsste irgendwie noch welche vergessen haben. Aber ich glaube nicht. Yay, ich habe alles. 100% des Levels abgeschlossen. Hallo? Ich wollte da rein. Ich werde übrigens die Folgen auch immer ein bisschen anders benennen, je nach Titel. Heißt, ich werde immer als Oberbegriff natürlich die Trilogie nennen, dann den laufenden Titel und natürlich dann eine eigene Sache noch. Heißt, die werden ein bisschen länger. Und natürlich werden sie immer mit Part 1 und so anfangen. Jeweils. So. Als nächstes würde ich sagen, mache ich das dunkle Tal. Aber ich würde sagen, mache jetzt hier erstmal einen Cut und bis zum nächsten Part.